Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Im heutigen Part erkunden wir den Wald der Crocs ganz schön ausgiebig. Dabei lernen wir die Gastfreundlichkeit der Crocs gut kennen, sowie den großen Dekobaum selber, welcher uns einiges über das Master Sword, was ebenfalls in diesem Wald zu finden ist, erklären möchte. Werden wir in der Lage sein, jetzt schon dieses heilige Bannschwert in unseren Händen führen zu dürfen? Erfahrt es im Video. Lasst einen Like da und ein Abo und nun viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir hier in dem Waldgebiet von Hyrule durch die verlorenen Wälder gestriffen, ins Herz des Waldes hinein, ja, ganz viele Wälder, die hier gerade vorkamen. Hier, wie gesagt, die verlorenen Wälder hindurch in den Wald der Crocs hinein, ja, und hier haben wir mit Maronus gesprochen, denn den wollten wir schon seit Ewigkeiten endlich ausfindig machen. Denn durch seine Hilfe, mit Hilfe von den gesammelten Crocs-Samen, die wir ja von den ganzen Crocs bekommen haben, konnten wir nun unsere Taschen erweitern. Ich habe das Ganze off-cam noch weitergemacht, und zwar so gut es ging. Und es hat dann damit geendet, dass wir jetzt so 4 weitere Waffenslots haben, was wirklich sehr, sehr vorteilhaft werden kann später. 3 weitere Bohrungslots und 3 weitere Schildschlots. Schlots. Also so wird das genannt im Echt, so, wenn man Deutsch ausspricht. Und ist natürlich sehr, sehr gut. Und was mir hier gerade auffällt, dass die ganzen Crocs sich hier vor einem verstecken, ja, zeigen sich, dann fliegen sie weg und kreuzer quer. Komm, bleibt doch hier. Gebt mir doch bitte mal eure Crocs-Samen. Und ja, jetzt geht es weiter mit neuen Taschenerweiterungen und somit einer größeren Erfolgsquote in späteren Battles mit mehr Waffen. Und vor allem, dass wir auch die verschiedensten anderen Gegenstände und Bosse herausfordern kann. Bosse wohl eher. Das kann später echt, echt weiterhelfen. Und nun gucken wir uns hier im Wald der Crocs ausgiebig um. Und das, was man hier schon erkennen konnte, Leute, ist das Master Sword. Ja, die heilige Waffe, die es in jedem Zelda-Spiel gibt und immer damit zu tun hat, den Hauptbösewicht zu besiegen. Und jetzt sagt ihr euch, Hauptbösewicht, du bist ja noch lange nicht, noch nicht dabei, das machen zu können. Und das stimmt, Leute. Wir sind hier nicht wegen dem Master Sword, sondern hauptsächlich wegen Maronus. Aber wenn wir jetzt einmal hier im Wald der Crocs angekommen sind, wo die Musik auch so entspannt ist und wo die Atmosphäre einfach nur unglaublich ist, schaut euch das an. Das ist doch ultra geil. Klar, es gibt bei diesem Ort sehr, sehr starke Frame-Drops. Da bin ich mal gespannt, ob die das irgendwie hinbekommen bei der Fortsetzung, dass es nicht mehr so stark laggt. Aber dafür sieht der Ort doch einfach mal sowas von mega schön aus. Hier wachsen sogar diese Prinzessinnen in den Enzianen, welche ironischerweise ja sogar die Lieblingsblume von Prinzessin Zelda sind. Deswegen wurde es ja wahrscheinlich auch so genannt, diese Blume. Und bei Master Sword natürlich. Und ja, man sieht auch den Deko-Baum, wie er dort oben uns beobachtet und das Master Sword hütet und nur darauf gewartet hat, dass der Held zurückkommt. Aber wir sind noch zu früh hier, Leute. Aber es kann nicht schaden, trotz dessen dieses Gebiet ausgiebig erkundet zu haben. Denn es gibt hier meines Erachtens nach noch andere Aufgaben zu erledigen. Und wenn mein Erinnerungsvermögen mich nicht zu stark aufhält, dann sollten wir hier auf jeden Fall schon ein paar Quests machen können. Ich glaube, der hier ist dafür essentiell. Denn das ist einer der Crocs, der nicht abhaut und der sogar genauso wie Maronus sehr speziell aussieht. Papistus? Hä? Nein! Bist du etwa... Du bist es, der Held! Der werte Held hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe gerade wieder zu schnell weggedrückt, typisch. Hab mir gleich sowas gedacht, als der Pilze von meinem Kopf auf einmal gewachsen ist. Oha, okay, das kann der. Ist ja geil. Würde ich auch gerne können wollen. Aber wobei will ich eigentlich nicht. Das war ein Omen. Nee, war nur ein Scherz. Dann kommen wir zu den Prüfungen der Crocs. Halt, warte. Du hast doch nicht versucht, das Schwert aus dem Sockel zu ziehen. Was stehst du denn hier? Los, hol es dir! Danach können wir dann über die Prüfungen der Crocs reden. Wir sollen also an dem Master-Schwert ziehen. Okay. Dann spielen wir mal so, als wäre ich ganz unwissend. Ich glaube, ich habe euch auch noch nicht erzählt, warum ich es noch nicht getan habe. Wir probieren es. Link. Der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt.
Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Das Schwert des Helden. Neuer Zielpunkt. Sollten wir überhaupt hierher kommen, ist die Frage. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir sind noch nicht auf der Stärke. Aber ich glaube, wenn man das einmal probiert hat, dann wird man nicht sofort umgebracht, sondern wird kurz davor vom Dekubaum aufgehalten. Deswegen will ich meinen, probieren wir es trotzdem mal. Einfach, weil ich es, glaube ich, das letzte Mal, weil ich es einfach noch nicht gezeigt hatte. Und dann wissen wir schon mal, wie es aussieht. Also. Man sieht nämlich, das Schwert zieht einem nämlich immer mehr Leben ab und man braucht sehr, sehr, sehr viele Leben, Leute. Das genügt. Wenn du das Schwert nicht losgelassen hättest, wärst du gestorben. Beim nächsten Mal werde ich dich nicht aufhalten. Wenn du dich der Prüfung selbst erstellst, musst du bereit sein. Es ist aber auch wirklich, wirklich böse, dass man den Hinweis nicht bekommt, wie viele Herzen man braucht, um das Masterschwert aus dem Stein zu ziehen. Aber ja, Freunde, so ist es. Und diese Waffe soll natürlich auch nicht ohne Grund nicht zu früh schon bekommen, ja, möglich sein zu bekommen. Denn sie ist erstmal ein sehr solides Schwert grundsätzlich. Ja, 40 Schaden, glaube ich, grundlegend schon. Sie kann gegen Titanen mehr Schaden machen, zumindest in einer gewissen Stufe. Ich glaube, es ist sehr stark gegen Titanen. Und vor allem natürlich gegen die Verheerung Ganon. Weshalb du dieses Schwert natürlich verwenden solltest, ja. Dazu kommen wir aber erst später. Wir sind aus einem anderen Grund hier. Und zwar, wie es uns hier Papistus schon gesagt hatte. Wir sollten allerdings diese Sequenz wahrscheinlich bekommen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man da noch eine Erinnerung hatte, eine kleine. Und das Gespräch mit dem Dekubaum hatte. Ich dachte eigentlich, das kommt erst, wenn man die Leben hat. Wobei, dass Dekubaum einen anspricht, das war klar. Aber dass diese Erinnerung kam, das wusste ich nicht mehr. Aber gut, dann wissen wir das, haben es jetzt in dem Part gehabt. Und nun stellen wir uns der Prüfung hier im Wald der Crocs. Wir haben uns auf dich ein paar Prüfungen einfallen lassen, werter Held. Wenn du diese sehr schwierigen Prüfungen schaffst, dann sollte selbst das Herausziehen des Masterschwertes kein Problem mehr sein. Zumindest wahrscheinlich. Und warte erstmal ab, bis du meine Prüfung siehst. Die Prüfung des Ältesten vom Wald der Crocs. Du bist der älteste Croc? Das heißt, Maronus ist gar nicht mal so alt. Willst du dich den Prüfungen der Crocs stellen? Na klar! Wenn du immer alles machst, was dir jemand sagt, wirst du eines Tages gewaltig auf die Nase fallen. Hallo, ich bin ja hier an einem heiligen Ort, wo ich davon ausgehe, dass Crocs, die Waldgeister, mir keine Scheiße erzählen. Wie dem auch sei, die Prüfungen der Crocs. Übe deine Fähigkeiten am Schrein im Wald der Crocs, damit du groß und stark wirst. Nummer 1. Im Südwesten, die Macht der Anziehung. Nummer 2. Im Nordwesten, der Pilgerweg. Nummer 3. Im Osten, die Feuerprobe. Versuche alle Prüfungen wie ein wahrhaftiger Held zu meistern. Es gibt sogar wertvolle Preise zu gewinnen. Spätestens das sollte dich zur Höchstleistung anspornen. Los, gib dein Bestes. Danke. Die Prüfungen der Crocs. Eine Nebenaufgabe? Ja, aber nicht wirklich hundertprozentig, weil die haben trotzdem eine gewisse Wichtigkeit. So, was bei dir?
Willkommen, willkommen. Schön, dich zu sehen, werter Held. Wenn du Fragen zu diesen Wäldern hast, frag mich Markus? Nee, Markus. Denn Markus macht das schon. Wenn du mit dem Dickebaum sprechen möchtest, klettere einfach hier hoch. Ah, okay. Der Waldschwert, den Wald verwandelt. Guck mal, vielleicht gibt's hier einen Hinweis, das Schwert. Das heilige Bandschwert, das alles Unheil versiegelt, das nur du alleine führen kannst. Du hast es endlich gefunden. Es war ganz schön gut versteckt, oder nicht? Wir haben uns ins Zeug gelegt, damit nicht einfach irgendwer per Zufall darüber stolpert, ja. Vor allem umgeben von den verlorenen Wäldern, was natürlich ein sehr guter Schutz ist. Hoffentlich haben wir es nicht übertrieben. Ich meine, hast du dich in den verlorenen Wäldern verlaufen? Ach, was rede ich? Dann natürlich nicht, sonst wärst du jetzt nicht hier. Entschuldigung. Brauchst du noch Hilfe? Ja, was hast du zum Wald zu sagen? Die größten Kuriositäten im Wald der Krox sind natürlich der Degobaum und der Schwertsockel. Wenn mir für Kuriositäten mal niemanden die Wurzeln langzieht. Warum? Ist es, naja, gut, okay. Im Degobaum haben wir einen Platz zum Ausruhen und andere nützliche Dinge für dich vorbereitet, werter Held. Ja, und der Schwertsockel, dort ruht das heilige Bandschwert. Dazu braucht man im Grunde ja nichts weiter zu sagen. Hier ist noch eine recht interessante Information. Der Schwertsockel liegt exakt im Zentrum des Waldes. Ah, okay. Vom Sockel aus kann man die Waldwege besser erkennen als von irgendwo sonst. Und die Bohnenlampen am Wegrand dienen der Orientierung. Auf die solltest du immer ein Auge haben. Wenn du dich also doch mal verläufst, kehre am besten zum Schwertsockel zurück. Brauchst du noch Hilfe? Danke, Markus. Interessante Infos. Ich kann natürlich auch noch fragen, wie man den Wald verlassen kann, aber das geht über Teleportieren und, glaube ich, über den Weg, den wir auch, glaube ich, gegangen sind. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Wenn ich dir mit irgendwas zu diesen Wäldern helfen kann, Markus, mach das schon. Danke, Markus. Jetzt können wir hier hochlaufen und somit mit diesem Kerl quatschen, aber das habe ich, wie gesagt, nicht vor, da wir keinen Grund haben, mit ihm zu reden. Es sei denn, er haut vielleicht noch exklusive Informationen raus diesbezüglich. Hier haben wir noch eine weitere Nebenaufgabe. Ich würde sagen, ich habe ja eigentlich nicht vorgehabt, Nebenaufgaben zu machen, aber ich finde, so etwas ist schon etwas wichtiger. Ich werde das aber vielleicht mal vorhaben, in späteren Parts nochmal zurückzukommen, in ältere Städte und dann da nochmal wegen den Quests nachzufragen, sobald ja auch später erst welche getriggert werden, zunehmend. Aber jetzt vor allem hier im Wald der Krox habe ich es vorzumachen und zumindest erstmal anzusprechen, die Leute. Damit wir es schon mal in unserem Tagebuch eintragen können. Uiuiuiui, bist du etwa der Held? Toll, der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, werter Held. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich einen Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwa so groß wie ich. Du musst mir noch nicht mal einen bringen. Ein Bild oder so wäre schon genug. Kann ich machen. Was? Moment, Moment, hast du es etwa schon? Ganz genau, Leute. Ich habe nämlich mich erinnern können, ja, das ist aber schon eine ganze Weile her, dass wir so einen Rumi, das sind diese Fabeltiere, diese leuchtenden Fabeltiere, die in sämtlichen Wäldern vorkommen. Die sind sehr selten und rennen sofort weg, wenn man die encountert. Und wenn man die anschießt oder angreift, dann droppen die Juwelen. Also ja, ich sollte sie trotzdem abschießen, weil die sterben nicht. Das sind irgendwelche Geistertiere halt. Wenn ihr die Rubine brauchen könnt, ist es gut und schnell verdientes Geld. Ihr könnt die mehrere Male abschießen und droppen die immer wieder so 20 bis 50 Rubinen irgendwie, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch eine Geldeinnahmequelle, aber ich habe es vor allem getan für diese Quest hier. Ich wusste nicht mehr, dass es bei Pekanus hier im Wald der Krox, dass man das hier tun muss. Aber ich wusste halt, dass es einen Typen gibt, der diese Quest für einen hat. Und das ist natürlich sehr lohnenswert, dass wir die jetzt hier schon abgeschlossen haben. So, dann können wir direkt das Bild zeigen. Ich glaube, das ist eher versteckter gewesen, aber du kannst ihn erkennen. Ja, hier. Ah, aber ist es etwa ein Rumi? Du kannst zwar nur die Ohren sehen, aber das ist scheißegal. Die sehen halt wirklich sehr faszinierend aus. Er leuchtet noch mehr, als ich gedacht hatte. Vielen Dank, werter Held. Ich bin überaus zufrieden. Und da du mir so etwas Tolles gezeigt hast, bekommst du als Belohnung von mir noch auch etwas ganz Tolles. 100 Rubine obendrauf. Das ist natürlich sehr schön. Auch ein Held braucht man dringend Rubine, oder wenn nicht. Genau. Wir sind zwar Helden, aber das heißt nicht, dass wir auf einmal einen Geldsegen haben. Triffst du einen Rumi mit einem Pfeil, sind die Rubinsorgen erstmal gelöst. Ach, ich freue mich so, dass ich das sehen durfte. Ich bin so glücklich. Danke. Und er hat uns sogar den Hinweis gegeben, dass wir Geld dafür bekommen, wenn man diese Rumis abschießt. So, was bist du denn für einer? Sieh an. Herzlich willkommen, werter Held, in meinen kleinen, aber feinen Laden für Waldrat. Ich verkaufe hier Dinge, die ich im Wald finde und Dinge, die ich nicht im Wald finde. Sieh dich um, such dir was aus. Oder möchtest du lieber etwas verkaufen? Verkaufen nicht? Was bietest du denn so an? Ich sammle Nahrung und Pfeile für dich. Ich bin sicher, die werden dir nützlich sein, werter Held. Übrigens, wenn du einen Elektropfeil bei Regen einsetzt, bristet er noch schöner, meine Empfehlung. Ah ja, das stimmt. Dann ist er noch stärker. Hast du die oder was? Ah ja, hier. Die Elektropfeile ist natürlich sehr, sehr geil, aber ich bin vor allem wegen den normalen Pfeilen. Ein Holzpfeil 5 also, ja? Okay, wir machen dir mal 15 draus. Alles bitte. Aber gerne doch. Das macht dann insgesamt 60 Rubine. Das habe ich doch. Ich habe gerade erstmal hier für 100 Rubine von deinem werten Freund neben dir gesehen, bekommen. Es war mir eine Ehre. Ich werde mich bemühen, mein Angebot wieder etwas aufzufüllen. Dankeschön. So, etwas spezifischere Sachen sind der Rohrzucker hier. Der Hyrule Rice Stuff. Und natürlich, cool, der Max hat da auch eine.
Die Elektrofeile, da haben wir noch recht viele, gell? Wobei, naja, es geht noch. Aber da haben wir recht gute. Da brauchen wir jetzt nicht, die sind auch sehr teuer. Du kostet ja ein Bündel schon für 80 Rubine, wenn ich es richtig gesehen habe. Übel krass. Aber hier, einfach mal aus Prinzip, bitte mal den ganzen Rohrzucker haben. Ich möchte gerne den ganzen Rohrzucker haben. Das sind drei Stück, so wie es aussieht. So, ja, auffüllen wäre nicht schlecht. Nein, alles cool. Werter Held, sei bitte vorsichtig, wenn du nachts im Wald bist. Leider treiben sich dann üble Monster herum. Aber das ist doch auch generell der Fall. Also nachts gehen die Monster wahrscheinlich jagen, aber es geht auch, glaube ich, am Tag. Es ist überall der Fall, ja. Wir tun auf jeden Fall hier ganz entspannt den Reis einsammeln. Ich werde nicht bemühen, ja genau, klar. Da weiß ich Bescheid, vielen Dank. Wie heißt du? Sesamus, die haben irgendwie alle diesen Muss hier hinten dran, gell? Du auch bestimmt. Aber ich habe deinen Namen nicht gesehen. Der bietet auf jeden Fall auch weiter. Das ist unser Pilze aller Art. Hier haben wir sogar, können wir uns sogar Sportlinge holen. Einfach aus Prinzip, weil ich das letzte Mal so Probleme mit diesen scheiß Pilzen hatte, hole ich mir die gleich mal alle. Jawohl! Das macht dann insgesamt 48 Rubine, ja klar. Wir sind doch heute mal auf einem kleinen Shopping-Mall-Besuch. So, da dachte ich mir, du wirst sicher hungrig sein. Deshalb habe ich extra für dich Pilze gesammelt. Wenn du etwas verkaufen möchtest, dann sprich mich bitte einfach an. Gerne doch. Okay, dann hätten wir alles geschafft. Aber hier kann man, glaube ich, wieder pennen bei dem. Der pennt nämlich, gerade so, wie es aussieht, selber. Das ist natürlich echt schön hier, oder? Ich habe aber ein schönes Bild davon gesehen. Ein schönes Fanart, wie Link hier liegt und die ganzen Crocs hier so beobachten. Ist es nicht schön mitten im Dekobaum? Weil ihr müsst euch das vorstellen, dass natürlich im Dekobaum drinne, dass er den Crocs die Möglichkeit gibt, das zu machen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. Oha. Holzkelle. Wird zum Umrühren und Ausschenken von Suppe verwendet. Das harte Holz macht sie aber auch zu einer von Hyrule's Ehemännern gefürchteten Waffe. Da haben wir sogar Platz für, stimmt. Oh mein Gott, mach das Ding weg. Ich meine, es ist geil, einen Gegner damit überzubraten, aber ich denke mal, ein Foto ist genug für die Holzkelle. Das muss so spezifisch sein, dass es wahrscheinlich das nur sehr, sehr selten hier gibt. Gibt es noch eine andere Sache, die eh nicht selten vorkommt? Es gibt auch den Kochtopf generell, den man als Schild verwenden kann. Ich glaube, das wäre so eine typische Ehefrau, die wütend auf ihren Mann ist, die da so in diesem Aufzug rumläuft. So, wie gesagt, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ich würde auch gerne sagen wollen, ich habe im Dekobaum höchstpersönlich gepennt. So, also, wir haben nun Quests bekommen. Wir können die Nebenaufgabe, glaube ich, aber auch anfangen. Und zwar, wenn wir ins Tagebuch reingehen, da müssten ja die Nebenaufgaben ganz oben angezeigt werden. Vor allem die aktuellsten zuerst hoffentlich. Ja gut, die ganzen Ex-Aufgaben kommen noch zuerst an. Wir sind, wie gesagt, was das angeht, eigentlich eher, ja, halbherzig rangegangen. So, dann machen wir das hier. Werden die jetzt, ja, guck mal, die werden alle angesetzt. Sehr, sehr gut. Genauso will ich das haben. Und das ist nämlich das, was ich noch machen möchte jetzt. Wie gesagt, ich werde nochmal später zu den Städten zurückkommen und dann nochmal überprüfen, ob wir alle Quests geschafft haben. Denn für diesen Play würde ich gerne alle Quests machen und alle Schreine schaffen wollen. Genauso wie hier zum Beispiel der Kyo-U-Schrein. Ich glaube, im letzten Part ist mir das sogar aufgefallen, dass ich es in diesem Part machen wollte. Dann werden wir dieser Aufgabe auch schon gerecht. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und wie gesagt, wir werden noch eine Weile hier im Wald der Crocs verbringen. Das ist eine schöne Atmosphäre. Dann haben wir nämlich hier alles sehr, sehr schnell abgeschlossen, wenn wir dann hier mit notwendigem Leben zurückkommen. Ich werde, glaube ich, noch einmal... Ich glaube, wir haben ja sogar schon recht viele Zeichen der Bewährung wieder angesammelt. Ich glaube, ich werde auch einmal auf die Ausdauer gehen und dann den Rest erst mit Leben füllen. So, er steht in den Sternen. Okay. Was müssen wir hier tun? Okay, hier ist schon mal ein Hinweis, was wir denn tun sollen. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Es gibt hier zwei Kugeln, die wir jeweils richtig anordnen müssen, oder? Hier gibt es eine Anzeige. 1, 2, 3, 4, 5. Die Sterne. Die Sterne sind hier oben. Was kann ich denn an den Sternen erkennen? Ich kann jetzt, glaube ich, gerade gar nichts erkennen hier. Oder etwa doch, soll das diese komische Markierung sein hier? Nee, das ist einfach nur ein Muster. Ach, hier. Ah, okay, geradeaus, vorweg. Okay, gut. Was soll mir das aber bitte zeigen? Soll das jetzt darstellen, dass wir drei platzieren sollen? Ich glaube, Kamera ist dafür besser gedacht. Hey, was soll das denn bitte sein? Also ja, es gibt hier Markierungen, aber die ist sogar gleich, ja. Haben wir nochmal eine Akku, die ist auch gleich hier. Und die ist auch gleich, sogar dreimal kommt. Die kommt sogar viermal vor hier, die Markierung. Heißt das, dass jetzt im Endeffekt die vier Kugeln so eingesetzt werden sollen, wie ich die Sterne am Himmel erkenne? Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Das bedeutet im Endeffekt, dass eine Kugel bei einer 4 erscheinen soll. Denn ich sehe gerade 4, nee, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 mal. Aber es gibt doch nur 4. Doch, nee, 5 gibt's auch. Okay. Dann muss eine Kugel auf jeden Fall
auf die 5. Aber jetzt wieder die Frage, ist es jetzt egal, wohin? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich würde jetzt aber mal sagen, also vorne oder da hinten, das verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Ah, okay, hier ist noch eine Markierung. Ah, okay, hier kann man sogar noch mal sehen, wie viele jetzt von den jeweiligen Sternzeichen da sind. Okay, dann ist es gar nicht mal so schwer, aber ich denke mal, hier können einige maximal verwirrt sein, wenn es darum geht, wenn man das jetzt erstmal hier nicht sieht und nicht ganz durchblickt, wenn man jetzt nur diese Sterne dort hinten sieht, und man kann das ja wirklich eher schwierig hier in diese Situation hier reinversetzen. Aber ich habe es recht schnell geblickt und ganz ehrlich, ich habe diesen Schrein komplett vergessen. Jetzt kommen so langsam wieder Erinnerungen hoch. Dieses große Teil ist zweimal vorhanden. Das haben wir dort am Rand. Dann nehmen wir uns mal eine Kugel und platzieren die mal bei der 2. Aber ich glaube sogar, jetzt kommen jetzt so langsam die Erinnerungen wieder hoch, dass ich beim ersten Mal extreme Probleme dabei hatte. Also wirklich richtig starke Probleme dabei hatte und einfach nicht durchgeblickt hatte. So, also dann hätten wir das auch. Gucken wir uns mal das nächste an. Dieses doch sehr, sehr große Sternzeichen. Das ist hier und ich sehe es gerade nur einmal. Okay. Nur einmal, dann gehen wir hier mit der Kugel ran. Ich glaube, wie wir die Kugeln jetzt, von wo wir die Kugeln jetzt nehmen, ist natürlich egal. Aber es soll natürlich lohnenswert sein, die Kugel zu nehmen. Die Kugeln auf der Seite zu nehmen, wo du auch natürlich die dann einsetzen möchtest. Heißt, auf die Sternzeichen zu achten, die auf der rechten bzw. der linken Seite mit den Kugeln übereinstimmen. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. So, und das letzte ist dieses mittlere Symbol, was hier zu sehen ist. 1, 2. Dreimal sehe ich es gerade. 1, 2, 3 mal sehe ich es. Okay, dann setzen wir es an, dann sollten wir alles geschafft haben. Das ist ein kleiner, befahrener Schrein, wo du ein kleines Beobachtungsvermögen drauf haben solltest. So, setzen wir direkt hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch eingesetzt, gell? Man kann vieles falsch machen, wenn man einfach mal an der falsch, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur auf die 3 geachtet hat und dann einfach egal, also auf eins der beiden dann die Kugel draufgestellt hat, egal auf welche der beiden, wo man natürlich drauf acht geben muss. Aber nein, wir haben alles richtig gemacht und bekommen wir denn hier so eine Kiste oder ist hier keine in dem Schrein? Auch eine ist hier garantiert. Okay, dann schauen wir mal ganz, ganz kurz nach, wo es die gibt. Okay, da ist nochmal etwas. Oha! Okay, verstehe. Es gibt nochmal eine Kiste dafür, dass wir hier nach dem Muster die Sternzeichen einsetzen. Und zwar sehe ich gerade 1, 2, 3, 4 mal dieses kleine... Wir machen uns einfach ein Foto. Wir machen uns einfach ein Foto. Ist das das Klügste, was man machen kann? Und dann können wir zusammen nämlich zurückgehen. Dann muss ich mich nicht schneiden. Weniger Arbeit für mich beim Nachhinein anschauen. Aber wir müssen neurologisch nachdenken. Ich meine, diese Zeichen werden sich ja wohl jetzt nicht einfach so random ändern. Dann fangen wir mal an. Also, das kleine Zeichen war, glaube ich, 4 mal dabei. Wir können aber gerne mal das Album öffnen. Kann man das auch hier machen mit Minus? Okay, perfekt. Also, das ist nämlich 1, 2, 3, 4 mal da. Okay, perfekt. Dann sollen wir diese Kugel von der 5 zur 4 schieben. Also, es gibt also, die Tür bleibt ja jetzt offen. Das ist natürlich schon der erste, das ist natürlich schon mal zuallererst auffallend. Heißt, es gibt, man kann jetzt gerne die Dinger umschieben. Die Tür sollte sich hoffentlich nicht mehr schließen. Sieht auch gut aus. Auch das muss man natürlich probieren, aber böse Kiste, ja? Ein bisschen umschauen und dann nochmal durchblicken. So, warte mal, was habe ich gerade für ein Symbol vor mir? Dieses, mittlere Symbol ist das. Da haben wir jetzt eins, warte mal, ganz kurz, 1, 2 Stück. Ja, 2 Stück habe ich da. Dann setze ich dich auch bei der 2 ein. Okay, das ist weiter vorne. Und zwar hier. Okay, dann hätten wir das schon mal geschafft, Leute. Ich glaube, das blaue Licht zeigt auch nichts dazu aus, ob das jetzt richtig ist, ob das jetzt aktuell die richtige Position ist. Weil da kann man sich ja durchprobieren und das ist natürlich sinnlos. Jetzt kommt das ganz, ganz große Symbol. Das haben wir jetzt sicher zweimal, ja. Sind immer ein bisschen anders angeordnet, aber man braucht ja nur die Umrisse ein bisschen erkennen können. Ein bisschen Beobachtungsfähigkeiten sollte man da schon drauf haben. Ich denke, einige hatten da richtige Probleme, aber auch generell aus dem Prinzip, weil das da dann schon doch einige... weil das doch vielleicht auf den einen oder anderen vom Prinzip her einfach grundlegend verwirrend wirken könnte. Also das ist nur einmal da. Aber wir haben hier keine Probleme, wir sind ultra klug, Leute. Wir haben es geschafft und sollten jetzt hoffentlich alles richtig eingesetzt haben. Haben wir. Dadurch geht da unten das Tor auf und da müsste jetzt aber wirklich eine Belohnung dabei sein, weil das ist schon mit nochmal extra doppelt so viel Aufwand zusammenzuhängen, wie es wird mit den ganzen generell abschließen. Ist ja wirklich so. Und es ist nicht mal so einfach zu finden, wobei es geht, aber... Trotz dessen, so einfach ist es auch nicht. Und deswegen hoffe ich jetzt auf was Gutes. Auf einen Ritter 2 ändern. Naja, gut, okay. Komm her. Jetzt haben wir jetzt die Waffentaschen, dann kann ich die auch mitnehmen. Es wird recht schnell wieder dazu kommen, dass die voll ist, klar. Bei 4 Waffen haben wir es schon wieder. Weil wir haben ja die eine wieder rausgeschmissen, nicht wahr? Heißt, wir haben hier sogar mal ausnahmsweise jetzt noch 3 Plätze frei, ganz genau. Aber es kann sich lohnen, Leute. Und ich komme hier gelegentlich sogar offcam einfach mal wieder zurück. Und werde für die Krogsamen mir die Taschenerweiterung zu holen. Denn auf der Datei habe ich nicht vor, 100% zu machen. Habe ich mehrere Mal schon gesagt, deswegen lohnt es sich hier, aktiv die Crocs auf jeden Fall auszugeben.
Aber viel wichtiger ist mir jetzt hier das Zeichen der Währung, was jetzt, seitdem wir wissen, dass das Master Sword nur mit einer gewissen Anzahl an Herzen bekommbar ist, noch wichtiger werden. Super. Okay, Leute. Vom Zeitlichen hier ist es jetzt recht knapp. Ich habe wieder einen Stream vor momentan. Also Leute, nochmal ganz kurze Werbung hier momentan. Wegen den ganzen Corona-Fällen habe ich vor, täglich oder alle zwei Tage, aber wirklich sehr häufig zu streamen. Und deswegen habe ich vor, da wie gesagt ziemlich viel rauszuhauen. Aber aus diesem Grund müssen die Videos manchmal etwas Druck beendet werden. Ich entschuldige mich dafür. Vor allem für Leute, die sich jetzt im Nachhinein anschauen. Aber ich denke mal, 24 Minuten ist noch in Ordnung. Im nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, diese drei Prüfungen abzuschließen. Und dann haben wir den Ort fürs Erste abgeschlossen. Dann gehen wir auch zu dieser Insel hier. Und dann geht es endlich in ein nächstes Hauptgebiet, Leute. Dann werden wir so runtergehen, uns runterschlängeln zu den Gerudos. Und dann hier runter. Und dann geht's ins Hyrule-Schloss rein, Leute. Der Plan für die nächsten 50 Parts gefühlt. Also, Leute, lasst einen Like da, wenn es euch grundsätzlich gefallen hat. Und ein Abo, um keine weiteren Parts für diesen schönen, entspannten Projekt zu verpassen. Und habt noch einen schönen restlichen Tag. Und einen schönen kommenden Tag. Und man sieht zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.